Hallo und willkommen zurück zu What Remains of Edith Finch. Ja, wir befinden uns gerade hier noch im Cockpit des kleinen Calvins, der leider auch gestorben ist. Ich weiß jetzt gar nicht. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Ah, okay. Das war Edie, die das abgesperrt hat. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Okay. Ja, okay. Der Bruder wurde ja schon ein bisschen älter, wie, warte mal, 33 oder so meine ich. Genau, von 1950 bis 83. Also er ist immerhin erwachsen geworden, aber 33 ist auch ganz schön jung, um zu sterben, finde ich. Wenigstens hat sie ihn nicht als Kind erwischt. Das ist ja schon mal ein Fortschritt, ne? So, das hier, ich glaube auch da müssen wir weiter. Das ist eigentlich der einzige Weg, der uns noch bleibt, oder? Die kleine Nische da. Oh Mann. Wieder ein Geheimgang? Unglaublich. Kannst du ziehen, oder? Ah. Boah. Unfassbar. Ey, die müssen aber echt Spaß gehabt haben, als sie dieses Haus gebaut haben. Stellt euch mal vor, ihr hättet so ein geiles Haus. Wie krass ist das bitte als Kind? The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Die arme Edith hatte ja nichts davon in ihrer Kindheit. Ah, hier sind wir jetzt. Da ist der Dachboden. Oder, naja, es ist wahrscheinlich kein Dachboden, einfach die nächste Etage. Da müsste, glaube ich, unser Zimmer dann sein. So, Hier kommen wir raus, oder? Also der Wein oder was auch immer das ist, macht mir ja ein bisschen Sorgen. Warum ist hier überall Alkohol? Ah ja, wir sind jetzt wieder hier auf dieser Ebene. Okay, das ist ja cool. Also, das war echt der Weinschrank. Gut, dann macht mir das an dieser Stelle doch keine Sorgen. Kann ich hier denn auch wieder rein? Ja. Weil ich denke mal, wir müssen doch hier lang, ne? Da ist schon wieder Milton. Ich wusste es. Ich wusste, dass wir den jetzt immer hier treffen. Okay. Ich glaube, wir sind in Barbaras Zimmer nun, oder? Ja, ja. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Die ist ja auch etwas älter geworden, 16 oder so. Oder Barbara, 44 bis 60, ja. Ein bisschen älter. Auch schrecklich, mit 16 zu sterben. Aber wir werden gleich wissen, was ihr widerfahren ist. Wahrscheinlich auch irgendwas absolut Skurriles. Der Schwanensee. Oh, okay. Ja gut, sie war 16. Da darf man schon BHs tragen. Stimmt. Ja, das hier sieht voll aus wie so ein Showroom einfach nur. War es wahrscheinlich auch hauptsächlich. Aber da hinten scheint es noch ein tatsächliches Zimmer zu geben von ihr. Oh. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Ja. Als sie niemand mehr wollte. Als da. Seattle Starlets. Okay. Das scheinen irgendwelche Theaterstücke zu sein oder so. Würde ich jetzt vermuten.
Was hat die so gelesen? The Hollywood Workout. Free from School. Shapeshifter. Greek Tales. Siddhartha. Okay, verschiedenes. Schreibmaschine. Oh, was ist das? Ein Kuchen? Okay. Der steht hier aber schon lange rum, was? Ah, sie hat auch geraucht. Naja. Damals hat man das wohl gemacht, ne? Damals war Rauchen noch cool. Okay. Oh, cool. Okay, sie war auf jeden Fall sehr filmverliebt. Barb Street. Oh, die hat sich sogar ein Straßenschild geklaut. Okay, und hier ist ihr Schrein 1944 bis 1960. Oh, ach so, so sah sie zum Schluss aus. Die war ja voll hübsch. Bigfoot. Und was ist das? Ein Comicheft? Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Dreadful Stories, Guest Starring Barbara Finch. Okay, sie hatte einen Gastauftritt in einem Comicheft. 61. Ah ja, das ist auf jeden Fall ihr Todesjahr. Oh, Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was canceled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orca's Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right. Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. Ja, die kennen wir doch. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Oh, God. She found Rick's crutch and imagined the worst. Blutiger Handabdruck da hinten. Wir befinden uns in einem Horrorfilm. Bam. Krass, wir können hier ja richtig Action machen, wa? Okay.
finden. Leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Oh Gott, okay. Oh, okay, das war ihr Vater, der sich hier verletzt hat. Rattled and grew still. Mm-hmm. Oh dear! Oh! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late, late picture show. Hours later... Barbara! Walter? What's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up. But if this is a trick, you're dead, Walter. Oh nein. Diesmal passiert wirklich was. Okay. Oh wow, hier sieht das ja richtig anders aus gerade. Krass. Okay, schauen wir uns das an. Es kam von hier, oder? Irgendwo? Hm? Walter. Okay, Walter. Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police described the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. And whoever he was, he couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's got to be another way out of here. Wir kennen den Weg. That night, she played her part beautifully. Können wir hier durch? She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Okay. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groan. Wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Mhm. Okay, gehen wir runter. Versetzen ihm den Gnadenstoß, hoffentlich. Und wo ist Walter? Oh, es war so klar, ne? The Hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was...
someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh, dear. Surprise! Bravo, Barbara! You were wonderful! The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Okay. Das ist ja mal creepy. Ich find's cool, wie unterschiedlich die Geschichten von den Charakteren sind übrigens. Aber wie ist sie wirklich gestorben? Das ist doch die Frage, die uns hier alle interessiert, oder? Ich würde gerne wissen, wie die alle wirklich gestorben sind. Aber vielleicht ist ja auch... Vielleicht steckt ja ein Pünktchen Wahrheit drin. Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt zur Spieluhr. Wir wissen, wie wir den Keller aufbekommen. Mal sehen, was wir da finden. Ach so, ja. Hier kommen wir natürlich nicht raus. Aber... Wir können ja durchs Weinfach. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Ja. Oh Mann. Dieses Spiel ist irgendwie mega unheimlich, finde ich. Aber hier haben die echt alle Sachen rausgenommen, ne? Also, hier hat ja dieser... Ich muss nochmal nach Walter gucken. Walter. Oh, der ist ja richtig alt geworden. Okay. Okay, den hat der Fluch offenbar nicht getroffen. Hm. Aber wieso? Ja gut. Der Fluch hat ihn nicht getroffen und deshalb wurde sein Zimmer ganz normal ausgeräumt. All those times I played with the music box and never found the basement key. Ja, ich gehe da schon gleich hin. Ich habe das alles verstanden. Ich habe mich nur hier ein bisschen umgeguckt. Wir gehen zur Spieluhr. Ich frage mich echt, ob wir Milton vielleicht noch irgendwann treffen. Oder ob er vielleicht in den Gängen des Hauses irgendwann gestorben ist oder sowas. Das könnte ich mir auch vorstellen. Als er das erkundet hat. So.
Wenigstens haben wir ihr Ohr nicht gefunden. Das ist doch toll. Oh, da ist ja sogar Bigfoot. Na gut, dann auf in den Keller. Was haben wir hier? Nichts Interessantes. Okay, gucken wir uns den Keller an. Bitte ohne Blutspur dieses Mal. Ja, das sieht besser aus. Und hier durfte sie auch nicht rein. Wieso durfte sie nicht in den Keller? Der sieht nun wirklich voll okay aus. Obwohl, nee, da war ja eine Tischsäge. Ja gut, aber... trotzdem. Typischer Kellerkram. Noch. Oh, hier sind diese Holzscheiben, auf denen Edie immer die Denkmäler oder die Porträts gemalt hat. Oh, hat sie nicht gesagt am Anfang? The basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Oh, okay. Ja, okay. Na gut. Das war bestimmt nicht der wahre Grund. Hat Edith nicht erzählt am Anfang irgendwann, dass Edie auch von ihr ein Porträt gemalt hat? Aber vielleicht war es ein ganz normales Bild. Sie hat ja auch normale Bilder gemalt. Oh, hier ist der Drache. In Kleinformat. Sven. Das ist die besagte Tischsäge. Okay. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Mit Paketen im Arm in den Keller schlich. Aha. Okay. Na gut, hier sieht man gar nichts. Da drüben ist ja noch richtig viel Platz. Voll der Riesenkeller. I thought maybe she was hiding presents. Ah, ja, vielleicht. Okay. Ist der nächste Geheimgang im Kühlschrank? It turned out she was hiding a lot more than that. Oh, das ist so krass, ey. Was kommt jetzt? Okay, es geht ganz schön tief runter. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Oh. Na, wenn er wirklich so mitgenommen war wie in dem Comic, kann man das verstehen. Okay, hier ist eine Speisekammer oder so. There's a pattern in all these stories. Oh, das ist bestimmt hier ein Atomschutzbunker oder so. I think it's that none of us has gotten very far. No. Walter. Wie jetzt? First Aid Kit. Aha. Wollt mir jetzt nicht erzählen, dass der kleine Walter dann hier gewohnt hat, oder? Oder vielleicht sogar bis zu seinem Tod. Walter. Oh. 52 bis 2005. Na, hier hat irgendwer gewohnt. Krass. Da ist theoretisch eine Luke. Da geht es vielleicht weiter. Wir gucken erstmal hier raus. Oh, das ist nicht mal ein echtes Fenster. Oh Gott. Gut, wir gucken, was Walter uns so zu erzählen hat.